Hamburg hat eine Wirtschaft und eine öffentliche Verwaltung, die sehr auf Digitalisierung angewiesen sind. Deshalb ist das ein ganz substanzieller Wirtschaftszweig in dieser Stadt. Und natürlich geht es bei der Digitalisierung um eine der ganz großen Zukunftsfragen unserer Gesellschaft. Wenn wir also nach vorne blicken wollen, müssen wir hier sein. Naja, ich denke mal, das ist einfach ein spannender Austausch, ne, zwischen Wirtschaft und Wissenschaft. Das Schöne dabei ist, dass die CIOs die Hamburger IT-Strategietage so als festen Bestandteil in ihren Terminkalendern vorgesehen haben. Ja, Networking ist natürlich schon genau der richtige Begriff. Das macht den Wert dieser Plattform aus. Es ist inzwischen kein reines Event mehr. Das ist eine Plattform geworden, die, glaube ich, auch Gespräche initiiert, Austausch initiiert, der weit hier über diese 2 Tage hinausreicht. Da muss man einfach dabei sein. Und das ist nicht nur Job und Leute treffen. Wir haben auch jede Menge Spaß und das gehört dazu. Also wenn in Digitalisierung irgendetwas vorangehen soll, dann wird das hier passieren. Hier haben wir die meisten Anwender zusammen, die man in einer solchen Dichte sonst nirgendwo erleben kann. Und da entstehen einfach die guten Ideen aus den Geschäftsbereichen. Die kriegt man hier, die kriegt man nicht auf irgendeiner IT-Messe. Naja, ich glaube, also wie jede C-Level-Rolle, ja, der muss eine gute Mischung sein aus Anpassungsfähigkeit, Vision, Durchsetzungsstärke. Und das ist dann, glaube ich, gar keine Frage, dass es auch in 5, in 10, in 15 Jahren noch CIOs geben wird. Heute ist er gut, wenn er es geschafft hat, sich aus diesem Spartaktus der letzten Jahre rausgeschält zu haben und tatsächlich im Hinterkopf noch ein paar Ideen zu haben, was man denn an Innovationen in das Unternehmen reintragen kann. Ich denke, der CIO wird eine sehr zentrale Rolle einnehmen, wenn er sie nicht schon einnimmt. Nun bringen allerdings digitale Transformationsprozesse auch eine ganze Reihe neuer Jobbilder mit sich, weil die Welten verändern sich. Und so kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die heutige Aufgabe, die ein CIO hat, in 10 Jahren völlig anders aussehen wird, weil viele neue Elemente insbesondere aus den Anwendungsfeldern hinzugekommen sind. Ob der Job dann noch CIO heißt, CTO oder irgendwie anders, das wird die Zukunft zeigen. Ja, einen guten CIO macht aus, denke ich, dass er nicht nur technisches Know-how hat. Ich meine, das ist sowas wie eine Art Basisvoraussetzung, ne? Sondern dass er darüber hinaus auch in betriebswirtschaftlichen Prozessen denken kann und mag. Dass er Führungsqualitäten hat natürlich und dass er hilft, zusammen mit dem CEO oder dem Gesamtvorstand eben die Digitalisierung in den Unternehmen voranzutreiben. Das Allerwichtigste ist natürlich, dass er in seiner Materie extrem kompetent ist. Und das ist natürlich extrem schwierig, weil IT explodiert, wächst exponentiell. Man kann nicht mehr alles wissen. Deswegen braucht er als nächstes ein gutes Netzwerk von Leuten, die ihm sagen, wichtigen Dinge in der IT, wo die Neuerungen sind in der IT. Die große Herausforderung für die IT-Anwender, sich nicht mehr singulär mit einzelnen Sachen auseinanderzusetzen, sondern eigentlich in die Breite zu gehen und Komplexität zu managen. Es bleibt eine Welle, ja, die sozusagen immer weitergeht. Aber man muss schon die Welle surfen dann auch als IT-Manager. Und das ist, glaube ich, schon ein Thema, was hier die Leute umtreibt. Ja, man muss ein guter Surfer sein. Also ich glaube, Technologie ist da. Wir sehen enorme Wachstumspotenziale, was Bandbreiten und Rechenkapazität angeht. Die große Herausforderung wird sein, zusammenzuarbeiten. Und das über Unternehmensgrenzen hinweg, aber auch in Organisationen bereichsübergreifend. Das Thema Mobile natürlich, das Thema Big Data wurde sehr, sehr häufig genannt. Hamburg ist sehr weit voran, was digitale Prozesse betrifft. Nicht nur wegen der Implementation von digitalen Strategien und Software überall in der Stadt, sondern weil wir uns auch den zentralen Zukunftsfragen zugewandt haben, die sich aus den neuen Möglichkeiten ergeben. Hier in Hamburg sind aber ein paar Faktoren zusammengekommen, die es wirklich einzigartig gemacht haben. Das ist vor allen Dingen erstmal die Wirtschaftsorientierung der Stadt und dann sind es die hervorragenden Netzwerke, die wir hier in der Stadt selber haben. Es seien nur genannt Next Media und diverse andere Netzwerke, die einen herausragenden Connect in diese IT-Szene haben. Und naja, das sind alles Partner und die brauchen wir auch alle hier vor Ort und gemeinsam gelingt es dann eben auch, solche erfolgreichen Formate hinzustellen. Es lohnt sich immer zu den IT-Strategietagen zu kommen, weil hier die Menschen auf Menschen treffen, die nämlich alle an einem Thema arbeiten. Der IT in den Unternehmen und den digitalen Transformationsprozessen.
Das ist das Top-Interesse, um mich mit anderen zu synchronisieren, wie wir die IT, wie wir die Vernetzung der Fahrzeuge und Internet of Things miteinander vom Standard her auf die Beine stellen können. Erstes Stichwort natürlich Networking, zweites Stichwort Networking und drittes Stichwort Content und Networking. Extrem spannende Referenten. Ein paar neue Formate eingeführt. Eine Geschichte ist, dass wir jetzt Startups einladen, um quasi nicht nur, sag mal, immer in demselben Kreis zu diskutieren, sondern diese Impulse auch hierher in unsere Plattform reinzuholen. Und das läuft super, ja, Feedback ist hervorragend. 60% IT-Anwender, echte CIOs, ja. Das gibt es nirgendwo anders in Deutschland. Das ist echt cool.